We the youth gathered from different corners of the world on the 22nd of September to the 3rd of October discussed issues related to children and ecological rights. Wieder toll zu sehen, wie viele Leute es gibt, die sich so wahnsinnig engagieren, wie viele Jugendliche es gibt, wo man immer so eine schlechte Meinung von der Jugend hat und denken, alle machen nur Flatrates auf und Handy telefonieren. Und dabei sieht man eben schon, dass es ganz viele Jugendliche gibt auf der ganzen Welt, die sich zusammentun, die wollen, dass sich was ändert. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche sich sehr für die Themen, die Terre des Hommes vertritt, interessieren. Und wir trauen auch Jugendlichen und Kindern sehr viel zu. Das heißt, sie können für sich selber sprechen. Und wir haben ja schon am Freitagabend gehört, wie die Jugendlichen aus den einzelnen Kontinenten die Begegnung miteinander einschätzen. Und das fand ich sehr erfreulich und auch sehr in die Zukunft gedacht und gelebt. Aus Indien vor allem. Ich war nämlich auch schon mal für Terre des Hommes in Indien, habe Projekte besucht und habe meine ganzen alten Freunde wieder getroffen. Sind alle da unten, wir haben alle schon Fotos gemacht und uns umarmt. Das ist toll. Also man kann sich immer wieder hier treffen. Okay.